Eine kleine Frau mit Schulmädchenzöpfen und Rucksack. Sie kommt aus dem Exil in ihr Vaterland Guatemala zurück. Kameras und Blitzlichter, Umarmungen und Wiedersehensfreude für eine Maya-Indianerin. Als Dorfkatechetin rettete sie sich ins Exil und wurde zur Streiterin für Land- und Menschenrechte. Bedroht, verleumdet und schließlich geehrt. Eine Woche nach diesem Empfang wird ihr der Friedensnobelpreis zugesprochen. Hochruf auf die mutige Frau. Glückliche Gesichter. Rigoberta ist wieder da. Sie lächelt entspannt. Es sind Freunde, die sie begrüßen. Freunde aus Menschenrechtsgruppen und Kirchen, wie der presbyterianische Pastor, der den Chauffeur spielt. Nicht immer verlief alles so reibungslos wie heute. 1988, bei Rigobertas erster Rückkehr, verging den Wartenden vor dem Flughafen das Lachen. Rigoberta kam nicht. Sie war verhaftet worden, noch vor der Passkontrolle. Nach Ansicht der zuständigen Behörden hatte Rigoberta auf Seiten der bewaffneten Aufständischen gekämpft. Als solche müsse sie sich der Amnestie für Guerilleros unterwerfen. Der Begleitschutz ausländischer Freunde verhinderte nicht, dass sie wie eine Verbrecherin abgeführt wurde. Vor dem Richter wurde ein Kompromiss ausgehandelt. Die Angeschuldigte erläuterte dann, sie habe nur über die Zustände in Guatemala berichtet. Gewalt und Unterdrückung. Mein Vater wurde am 31. Januar 1980 in der spanischen Botschaft lebendig verbrannt. Später wurde meine Mutter entführt, gefoltert und ermordet. Und hätten wir unser kleines bisschen Leben nicht verteidigt, lebten wir vielleicht nicht mehr. Nur deshalb habe ich das Vaterland verlassen. Ich habe keine einzige Straftat begangen. Von Morden, Massakern und verbrannten Dörfern sieht der Guatemala-Tourist nichts. Ihn bezaubern Landschaften und 12 Monate Frühling, Märkte und Prozessionen bunt gewandeter Maya-Indianer, die laut Werbeprospekt stets lächeln. Ein Trauerzug in Quiché, Rigobertas Herkunftsregion. Die Särge sind klein, sie enthalten Reste aus einem geheimen Massengrab. Wer einen der mindestens 200 geheimen Friedhöfe aushebt, gräbt blutige Vergangenheit aus. Bis 1984 100.000 Ermordete, über 40.000 Verschwundene, darunter 20 Priester und Ordensleute, gut 2.000 Katecheten. Die Kleinbauern hatten begonnen, um ihre Rechte zu kämpfen. Sie und ihre Helfer wurden von Soldaten rechter Diktatoren ermordet. Sieben Särge, darin 7 Dorfbewohner, denunziert als Kommunisten und Guerilleros. Sie hatten Lesen und Schreiben gelernt, Kooperativen gegründet, sich gewehrt. Der Pfarrer, die Schwestern predigten ein Gottesreich der Gerechtigkeit, das man nicht nur mit Liedern und Weihrauch aufbaut. Mord und Totschlag waren die Antwort. Hasst man die Täter heute? Wenn der Tod von Papa, meinen Brüdern, nur ein Drama von Rigoberta Menchú wäre. Aber es ist das Drama einer Gesellschaft, einer großen Zahl von Guatemalteken. Dieses Drama hat leider auch großartige Erfahrungen gebracht, wie man das Leben wahrnimmt, großartige Einsichten. Deshalb meine ich, dass es nicht eine persönliche Sache ist. Das heißt nicht, den Tod von Papa und Mama vergessen, niemals. Aber ich glaube, dass wir Indigenas fähig sind zu verzeihen. Vorausgesetzt, dass sich nichts wiederholt. Und damit es sich nicht wiederholt, darf man nicht vergessen. Der 16. Oktober 1992.
Seit 4 Uhr früh weiß man, die Nobelpreisträgerin heißt Rigoberta Menchú. Hier in der Provinz San Marcos hat sie die Nacht im Bischofshaus durchgewacht. Guatemalteken sind geduldige Warter. Ob sie Indígenas sind, wie sich die Maya-Nachfahren nennen, oder ob sie zu den Ladinos, den Weißen und Mestizen gehören, eine Minderheit im Land. Endlich hält die neue Friedensnobelpreisträgerin Einzug. Freudengehupe, Böller, Journalistengewühl. Jeder will sie aus der Nähe sehen. Rigoberta ist eine aus dem Volk der Armen. Sie hat gelitten wie wir. Die Leute skandieren, man fühlt, Rigoberta ist hier. Die ausländischen Beschützer aus den Friedensgruppen sind nervös. Noch bei jedem Guatemala-Aufenthalt wurden Attentate auf Rigoberta versucht. Die Oberschicht, Ladinos, die sich für Nachfahren der Spanier halten, stehen Kopf. Nobelpreis für eine dumme, hinterwäldlerische Indígena, ehemals Dienstmädchen und Plantagenarbeiterin? Solche schätzt man nur für niedere Arbeit und Folklore. Noch dazu hat diese Menchú über Armut, Mord und Rassismus in einem Buch berichtet, übersetzt in 10 Sprachen. Doch auch der Reichtum der Maya-Kultur wird deutlich. Rigoberta hat Spanisch gelernt und das Wort als Waffe entdeckt. Witwen und Waisen, Indígenas am Weg, kennen das Buch nicht. Den Inhalt freilich leben sie täglich. Um darüber zu berichten, brauchen Guatemalas Reporter auch heute noch Mut. Dieser Mut fehlte dem Fernsehen in Guatemala offenbar. Es übertrug diese Freudenfeier nicht. In Erinnerung an 46.000 gewaltsam Verschwundene in Guatemala stoßen wir einen Schrei aus nach Leben. Die Verschwundenen werden nicht sterben. Freiheit für die Indigenas, wo immer sie auch sind, in Amerika oder in der Welt. Mögen sie leben für immer, auf dass man sie niemals mehr ausradiert von der Erde. Hoch leben die Frauen, die Geburtshelferinnen, die Maya-Priesterinnen. Hoch leben unsere Mütter. Sie sind die Zukunft der Webarbeit des Friedens, den wir schaffen müssen. Möge eines Tages die Achtung füreinander leben, zwischen den armen Völkern und den reichen Ländern. Hoffentlich haben wir eines Tages gleiche Rechte, gleiche Gesundheit, gleiche Lebensbedingungen, auf dass jene auf der anderen Seite dieses Kontinentes und die anderen Kontinente unsere Geschichte respektieren und wir die ihre. Es lebe unsere Mutter Natur. Und hier lebe ein Frieden mit Gerechtigkeit. Ich verspreche Ihnen allen, den Friedensnobelpreis unserem Land des Quetzalvogels dienstbar zu machen. Ante una paz incierta, apoyamos a Rigoberta. Ante una paz incierta, apoyamos a Rigoberta. Regierungspalast 3 Tage später. Endlich soll sie auch hier beglückwünscht werden. Eine Dame nutzt die nahen Mikrofone, um lautstark die Befürchtungen vieler auszudrücken. Señorita Rigoberta Menchú,
Al señor presidente de la República, espero en Dios que me la reciba con el honor que se le merece. Sie hoffe zu Gott, dass der Herr Präsident das Fräulein Menchú mit gebührenden Ehren empfangen werde. Und den Herren Journalisten ruft sie zu: Dank Gott und dank der Mutter Gottes wird so unsere indigene Rasse geehrt. Die verspätete Ehrung ist peinlich, zumal die Regierung die Kandidatur nicht unterstützte. Begründung des Außenministers am Tag vor der Bekanntgabe: anti-guatemaltekische Kontakte. Händeschütteln nach Ladino-Art. In einer Rede hebt Präsident Serrano seinen Friedenswillen hervor, überreicht dann aber ein Regierungsschreiben an die Guerilla in Mexiko mit der Bitte um Übergabe, als gehöre sie zu denen. Rigoberta Menchú sagt ebenso höflich wie deutlich, sie wundere sich über Aussagen des Präsidenten, nach denen sie das Volk spalte. Trotz Lächeln ein kühler Empfang. Während Europa die Entdeckung Lateinamerikas feiert, erinnern Indigenas an 500 Jahre Widerstand. Wie hier die Caxiqueles in Sololá. Die spanische Invasion säte Armut, Leid und Tod. Dennoch bewahrten Guatemalas Indigenas, was ihnen heilig ist. In einer Mischung aus Anpassung und innerem Widerstand marschieren sie heute noch durch die Geschichte. Rigoberta Menchú wurde zur Symbolfigur des Widerstandes der Ureinwohner Lateinamerikas, deren Lage sie allerdings nüchtern sieht. Es mag traurig sein, bedauernswert oder fröhlich. Objektiv gesehen glaube ich, dass es keine reine Indio-Nation mehr geben wird. Es wird eine nationale Einheit geben müssen, eine aus vielen bestehende Nation. Man wird Gesetze beschließen müssen als legalen Rahmen für die Indigenas und zur Erhaltung der Kulturen. Und man wird den Stolz auf unsere Geschichte, unsere Gegenwart und Zukunft einwurzeln müssen. Aber diese Zukunft ist schon gesät, auf dem Boden eines pluralen Amerika. Eines Amerika der Indios, der Mestizen, der Schwarzen. Ein Amerika mit vielen Wurzeln. Ich glaube, dass es das ist. Und wir in Guatemala, wo die Indigenas Mehrheit sind, wir wissen uns als Hoffnungsschimmer. Wir Indigenas sind ein Glanzlicht der Hoffnung und ein Glanzlicht ursprünglicher Denkweisen. Nicht nur Guatemalas Indigenas schreiben sich Rigoberta auf ihre Fahnen. Sie sei eine Anwältin der Rechte aller Ureinwohner, begründet das Nobelkomitee seine Entscheidung. Ein lebendes Symbol der Versöhnung über ethnische, kulturelle und soziale Trennungslinien hinweg. In ihrem Land, auf dem amerikanischen Kontinent und in der ganzen Welt. Rigoberta ist glücklich. Die 33 Jahre alte Maya Kiche tanzt den uralten Son mit dem Stier zum Marimba. Dieser Augenblick symbolisiert Ehre, Mut, Dank, Freude, Freiheit. Mit religiösen Untertönen. Denn im Maya-Glauben ist Gott immer und in allem präsent. Ohne sich vom Christentum abzuwenden, steht Rigoberta heute zu ihren Maya-Wurzeln. Wer den Maya-Glauben als offizielle Religion wünscht, der sollte das ebenso haben können wie der, der den katholischen Glauben wünscht. Das Wichtigste ist der Respekt, zu dem man kommen muss und den es viele Jahre hindurch nicht gab. Im Gegenteil, man untergrub und schmähte die Religion unserer Völker. Ich erinnere mich gut, wie man sagte, die Indigenas seien satanisch, sie täten nichts Gutes, sie wären rückständig, Mythen der Vergangenheit. Und so machte man sie zu Studienobjekten ganzer Berufszweige, also anderer Menschen, das Unwürdigste für die Menschheit überhaupt. Der Maya-Priester ruft Gott an, Herz des Himmels und der Erde.
Weihrauch trägt Lob und Dank zu ihm und das Schuldbekenntnis. Die katholische Kirche entdeckt den einen Gott, heute auch in der Maya-Religion, sucht Werte und Symbole zu achten, womöglich zu übernehmen. Rigoberta und andere bekennen sich heute als Christen, sind aber verwurzelt im Maya-Glauben. In der Familie, in die ich geboren wurde, war die Mutter Geburtshelferin, von ihrem 16. Lebensjahr bis zum 53., als sie ermordet wurde. Mama kannte Heilpflanzen, betete in der Natur, glaubte und praktizierte mehr die Maya-Religion. Papa war Katechet. Er predigte die Bibel, betete Novenen für die Toten und Kranken. Und wir wuchsen zwischen diesen beiden Weisen auf, das Leben zu glauben. Das Leben glauben. In Guatemala ist der Tod immer mitgemeint. Allerheiligen 1992 auf dem Heimatfriedhof Rigobertas im Kreisstädtchen Uspantán. Auf den Gräbern wird gelacht, gebetet, erzählt, gegessen. Es riecht nach Schnaps und Grillfleisch. Christenkult oder Maya-Tradition? Wichtig ist, die Toten sind bei uns. Wären Rigobertas Eltern normal gestorben, säße wohl auch sie heute auf einem Grab. Ich träume meine Heimat. Ich weiß, dass mein Dorf Chimel verkauft wurde, missbraucht. Die Besitztitel sind verloren gegangen, versteckt worden. Ich weiß nicht, wie es jetzt dort ist. Ich habe die Skizze von meinem Vater, wie Chimel aufgeteilt war, vor seinem Tod. Ich denke daran, und manchmal träume ich sogar davon, dass Chimel Patrimonio Nacional wird, nationales Erbe, denn die Mehrheit seiner Einwohner ist tot. Chimel liegt in den Bergen Quichés. Noch kämpft dort Guerilla, überleben zivile Dörfer im Widerstand. Hier rodete Rigobertas Vater, gründete Chimel, bis Großgrundbesitzer die Titel streitig machten. Vater Vicentes Rechtskampf endete bei der Besetzung der spanischen Botschaft. 39 Menschen verbrannten. Wo Neusiedler heute Hütten bauen, lag Chimel. Zerstört wie mehr als 400 Dörfer. Der Bürgermeister von Uspantán weiß noch, wo Rigobertas Vaterhaus stand. Dort oben, wo die Hütten im Nebel versinken. Wurde das alles an einem Tag oder in einer Nacht zerstört? Nein, allmählich, Stück für Stück. Aber die endgültige Zerstörung geschah im Laufe einer Woche. Das war im Jahr 1980. War das dann menschenleer? Ja, es war ohne Menschen, völlig verlassen. Eine Wüste. In der Wüste die Ruine des Gemeindebackofens, gebaut von Vater Vicente. Von Rigobertas Geburtshaus steht nichts mehr. Hier, sagt Bürgermeister Lopez, der oft zu Besuch kam, war die Veranda. Dort ist die andere Hausecke. Man sieht nur noch Stücke vom Eckpfosten. Der ist auch verbrannt. Und dort sieht man, wo sie gekocht haben. Chimel wurde als Guerillanest ausgerottet, nur weil es sich unter Vicente Menchú, Dorfsprecher und Katechet, zu wehren begonnen hatte. Viele Kirchenleute haben ihr Leben riskiert, weil sie die Einigkeit unter den Leuten förderten, weil sie ihre Kämpfe ermutigten und die Not nach Land zu verstehen suchten. Land, das die schlimmsten Folgen der Armut verhindern sollte. Es waren viele Christen, Katholiken, aber nicht in der Hierarchie, nicht auf höherer Ebene. Doch in dem Maß, in dem man die Bibel für die Leute befreite, ich erinnere mich noch gut, dass die Bibel früher heilig war, unberührbar für einen Katecheten, nur für Priester.
tenía que ser forzosamente agarrado por un sacerdote. Pero cuando se liberó, als man die Bibel also ein bisschen befreite, da identifizierten sich die Leute mit ihr und sie wurde Teil ihrer Sehnsucht. Wer ein befreiendes Evangelium predigt, lebt auch heute gefährlich. In Laguna Ladante, eine schlammige Wegstunde weit von Chimel, hält man die Katechetenfamilie Menchú für subversiv. Bürgermeister López erklärt mühsam, dass Nobelpreise nicht für Guerilleros bestimmt sind. Wir haben Angst, sagt diese Frau. Der Patrouillenkommandant schweigt. Aus diesem Dorf erhielt Rigobertas Bruder Nicolás jetzt Todesdrohungen, weil er Journalisten nach Chimel begleitet hat. Sie haben den Mut, immer noch Katechet zu sein, in Ihrem Ort? Ja, ich war es mein ganzes Leben. Als meine Eltern starben, meine Brüder, meine Mutter. Dann im Juli 1983 haben sie mich entführt, unter dem Präsidenten Rios Montt. 8 Wochen war ich weg von meiner Familie. Sie brachten mich nach Quiché. Dort fragten sie, ob ich beim katholischen Glauben bleiben wolle oder ob ich eine andere Konfession annehme. Ein Oberst und ein Leutnant sagten mir, wenn ich die Konfession wechsle, würde ich länger leben. Sie sagten, wenn ich Katechet und Katholik bleibe, dann ist dein Leben zu Ende. Dieses Messer hier ist der einzige Gott. Sie hielten das Messer auf meine Brust, aber ich sagte, ich bin bereit. Jesus ist gestorben. Ich bin ein einfacher Mann. Ich verdiene viel eher zu sterben. Unbekümmert ums Gerede hat Marta die Fotos Rigobertas aufgehängt. Mit geborgtem Geld besuchte sie ihre Halbschwester in der Hauptstadt. Weiß sie noch, wie Rigoberta Katechetin wurde? Ja, sie war Katechetin. Sie war damals noch sehr klein. Aber sie war gut im Kopf. Da sagte unser verstorbener Vater, er konnte nicht lesen, also wir alle konnten nicht lesen. Und es ist nur wenig Spanisch, was wir verstehen können. Also sagte mein Vater, du wirst von jetzt ab vorbeten, Erwachsene und Kinder unterrichten. Na ja, gut, sagte sie. Sie wurden mit 12 Jahren Katechetin. Das ist sehr jung. Warum wollten Sie Katechetin werden? Und was macht eine Katechetin von 12 Jahren? Einerseits liegt es an der Erziehung, die man mit der Muttermilch einsaugt. Dann ist es die soziale Verpflichtung, die gemeinschaftliche Verpflichtung. Es ist das Beispiel der Eltern. Ich glaube immer noch, dass die wichtigsten Verhaltensweisen der Menschen von dem kommen, was sie in den ersten Lebensjahren lernen. Ich meine, dass das Engagement das ist, was unsere Eltern uns lehrten. Ich wollte aber auch Entdeckungen machen und teilhaben am Neuen. Wenn man das zusammennimmt, dann lief der einzige Weg, etwas beizutragen über die Glaubenslehre, über die Religion. Über den Glauben fand man einen Einsatz im Alltag, einen Einsatz für die Probleme, die unsere Menschen durchleben. Also, was ich von meiner Schwester begreife, ist, sie hat sich alles, was mein verstorbener Vater im Sinn hatte, auch die Achtung untereinander und vor Gott, eingeprägt. Und sie hat es verstanden. Porque según lo que estoy oyendo en la radio, en televisión, de que mi hermana. Denn nach dem, was ich im Radio höre und im Fernsehen, arbeitet meine Schwester absolut nicht für sich selbst, sondern für die ganze Welt. Das kann man so sagen, nicht wahr?
el mundo, lo que podemos decir, ¿verdad? Ich glaube, dass meine Schwester sich vor allem das Beispiel meines verstorbenen Vaters eingeprägt hat. Hier in der Pfarrei ging Vater Menchu ein und aus, wurde die Mutter zum letzten Mal lebend gesehen. Später fielen Bomben, das Pfarrhaus wurde vom Militär besetzt. In Gedichten träumt Rigoberta ihre Heimkehr. Maisschnaps werde es geben, Marimba und Weihrauch. Vorerst war man in Uspantan mit Freudenböllern sparsam, jedoch Kirchenglocken läuteten unüberhörbar. Die Kirche Kitschis stehe zu Rigoberta, sagt der Generalvikar. Mit dem Willen der ganzen Diözese, des Bischofs und der pastoralen Mitarbeiter haben wir einen Brief zur Unterstützung der Kandidatur Rigobertas geschrieben. Für Lateinamerika, Guatemala und noch mehr für uns in Quiché ist diese Kandidatur ein prophetisches, ein Hoffnungszeichen, wie wir in diesem Brief sagen. Wir meinen, dass für unsere Völker, denen der Frieden so sehr verweigert wird, der Preis einen Beitrag leisten kann, ihn zu erreichen. Ist es irgendwie von Bedeutung, dass Rigoberta Menchu und ihr Vater Katecheten waren? Hat das etwas mit christlichem Engagement zu tun, auch für die Kirche? Selbstverständlich. In einem vorhergehenden Schreiben an Rigoberta erwähnen wir das, dass sie Tochter dieses Volkes ist und auch dieser Kirche. Tochter dieses Volkes, Tochter dieser Kirche. Maya und Christin, ihrem Volk Guatemala verpflichtet, für das sie den Preis entgegennimmt. Zum Beispiel für die Bauern von Cajolá, mit denen sie hier Messe feiert. Seit Monaten kämpfen diese um Land. Rigoberta Menchu erhält den Friedensnobelpreis als Streiterin für Menschenrechte, als Bauernführerin im Exil, als Oppositionsmitbegründerin, die friedliche Wege zur Veränderung sucht. Das Engagement ruht auf den Lehren der Großväter und Eltern, auch der Bibel, den Christenlehren. Doch die eigentlichen Wurzeln ihrer Kraft und der ihres Volkes bleiben ein Geheimnis. Wir müssen viele Geheimnisse bewahren, um uns zu schützen, sagt Rigoberta Menchu. Man kann nur ahnen, dass es etwas mit vorchristlicher Religiosität zu tun hat. Einer Mystik, die wir aufgeklärten Europäer vergessen oder begraben haben. Körper de Christo.